Also ich bin Denise und bei der Blue Jazz Night spiele ich Etta Leonis. Das ist eine junge Musiklehrerin, Anfang 30, die seit kurzem in New York ist, weil ihr Traum vom Musikmachen sie dorthin geführt hat, die aber nicht so weit gekommen ist, wie sie gerne wollte. Etta ist generell ziemlich hart arbeitend. Sie hat viele Geschwister, um die sie sich in jungen Jahren kümmern musste. Allerdings gab es dann ein paar Familienprobleme, weswegen sie quasi die Freiheit hatte, nach New York zu kommen. Und dort ist sie dann mit dem Traum hingegangen, halt groß rauszukommen, weil sie sehr flink am Piano ist und das halt sehr gut spielt. Allerdings musste sie halt diesen Traum aufgeben und hat dann stattdessen eine Laufbahn als Lehrerin eingeschlagen an dieser Mid-Arts High, Musiklehrerin. Etta ist im Blue Jazz Night, weil sie sehr gerne ins Cadency geht. Bei der Schule, bei der sie arbeitet, die Schüler sind nicht sonderlich motiviert und diese ganze Kakophonie an richtig schlechten Tönen plagen ihre Ohren. Und um das halt quasi wieder gut zu machen, versucht sie das abends dann auszugleichen durch einen Besuch im Cadency, weil dort halt immer so neue Talente auftreten, die ihre Ohren wieder glücklich machen.